Hallo und herzlich willkommen bei mir wieder im Ark. Wir sind wieder auf die Island, auf meiner Ich-baue-alles-Insel. Hinter mir seht ihr auch meine Ostereier-Farm. Ich habe die Rate natürlich, um es besser zeigen zu können, etwas hochgedreht. Heute zeige ich euch, was gibt's beim Oster-Event und was ist neu. Wir haben einerseits unsere Bunny-Oviraptoren und andererseits unsere Bunny-Dodos. Die Oviraptoren geben die Candy-Eier, womit man die Tiere einfärben kann und auch Speed-Movement kriegt. Und die Dodos haben die Eier, die wir für die Chibis brauchen und auch als Deko funktionieren. Einfach aufsammeln, hinstellen und E drücken. Schwupp! Und ist nichts drin. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Ich öffne für euch jetzt mal einen Haufen Eier. Ich habe hier unten 400 Eier in der Leiste. Und dann schauen wir uns mal das Verhältnis an, wie schnell komme ich zu meinem Lieblingschibi. Man legt sie einfach in die Leiste unten rein, drückt auf Hinstellen und dann steht automatisch Crack Open. Das heißt, ich brauche nur Hinstellen, E drücken, Hinstellen, E drücken, Hinstellen, E drücken. So, das waren die ersten 100 und wir haben ein Sarko, ein Iguanodon, einen Diabären, ein Trike, ein Megalozeros, ein Chibi-Kentrosaurus, ein Chibi-Trike, ein Chibi-Iguanodon, ein Chibi-Kentro wieder, ein Chibi-Bullmonoko, einen Frosch, ein Belzebufo, dann nochmal ein Megalozeros, wir haben ein Deodon, einen Spino, jawohl, ich habe einen Spino. Dann haben wir nochmal einen Kentro, einen Moshops, ein Eku und nochmal ein Trike. Das heißt, nach den ersten 100 Eiern haben wir jetzt schon mal 12 kleine Chibis. Ich weiß von 60 Chibis, die bereits existieren. Und dieses Event soll den Megalodon, Kakino, Belzebufo, Basilisk, den Seeker und ein Bunny bringen. Und auch natürlich, wie ihr hier seht, die Altbekannten. Da es über 60 Stück, also mittlerweile 66 Stück dieser Dinger gibt, wird es eine Weile dauern. Ihr habt gesehen, ich habe 100 aufgemacht und mittlerweile 12 verschiedene. Also das dauert schon eine Weile. Ich habe jetzt im Ganzen für euch 300 Eier geöffnet, das heißt jedes Mal 100 Stück. So, wir haben jetzt im Ganzen, wir haben dabei im Megalodon, Kagino, Belzebufo, im Basilisk. Ich habe kein Bunny und keinen Seeker dabei. Wie wendet ihr die Chibis an? Ja, ganz einfach. Es ist wie ein Skin. Ihr wählt euer Lieblingschibi aus. Schwupp. Setzt es hier rein. Ihr könnt es dann auch benennen. Bei mir ist es immer der kleine Bino. So. Und schwupp. Er läuft euch schon nach. Überall hin. Wenn ihr fliegt, hier könnt ihr es auch gut erkennen. Euer Chibi sitzt vorne am Sattel mit drauf. Nur nicht in der Ego-Perspektive, da seht ihr es nicht. Und steigt dann einfach mit euch ab. So, hier sehen wir, was wir noch aus den Dodo-Eiern machen können. Es gibt ein neues Emote, den Bunny-Hop-Tanz. Ich glaube, so viel haben sich die Figuren noch nie bei einem Emote bewegt. Es gibt 12 Osterskins und darunter 3 neue. Die neuen wären österlicher C4-Sprengstoff mit festlichen Effekten. Mit dem Skin ausgerüstete Sender sehen dann so aus. Ein eingefärbtes Ei, ein bisschen abgeschunden und einen schönen Osterkorb dazu. Mit einem schönen Blümchen-Effekt. Weiter bekommen wir den Sweet Bear Carrot Skin, den wir auf die Speere legen können. So, die verwenden wir mal kurz. Sehen ja ganz niedlich aus. Aber ihr seid nicht absolut gar nicht gefährlich. Es ist echt witzig. Das Schokoladenei als Hut, also das, was ich trage derzeit. Was haben wir noch? Wir haben den Dino-Osterhut. Das heißt, für unseren Quetz einen neuen Hut, falls ihm seine Frisur nicht gefällt. Wir haben einen Osterhut-Skin für uns. Aber ich glaube, den
gab's schon. Den Kükenhut und das Prokopton Hasenkostüm, das es eh schon länger gibt. Hasenskin für Dinos und für uns. Dann gibt es noch einen Schokoladenskin für die Keule. Die Schokoladenkeule. Ja, wer hat an meiner Keule genascht? Gebt es zu, wer war's? Irgendwer hat an meiner Keule genascht. Oh Mann, sind wir gefährlich. Das war's von meiner Seite vom Osterevent. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit den gefundenen Chibis und Candies. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich euch bitten, lasst doch ein Gefällt mir da und ein Abo vielleicht. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch drüber freuen. Viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal.